Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute für euch wieder ein Haul und zwar geht es sich um ein Flohmarkt-Haul. Genau, ich war mal wieder ein bisschen unterwegs in Flohmarkt, ne, oder in dem Geschäft und ja, ich habe jetzt hier die Tüte und ich greife einfach mal hier rein und wir fangen auch direkt an. Und zwar habe ich hier ein Flohma Lip Liner. Das ist Flohma Waterproof Lip Liner. Und zwar in der Farbe Keep It Cool. Genau. Und das ist ein sehr schöner Pinkton. In Richtung Neon gehende. Ein wirklich toller, frischer, angenehmer Ton, aber irgendwie möchte mein Licht heute nicht so arbeiten, wie ich es fühle heute. Naja, aber ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen erkennen. Ja, ein toller Ton und ich werde da mal versuchen, ein paar Looks zu zaubern. Also auf den Lippen gucke ich mal, wie das wirkt. Aber es ist wirklich ein sehr gewagter Ton, finde ich. Ja. Genau. Dann werde ich mal einmal wieder Feuchttuch rausziehen. Und ein trockenes. Wir wollen ja auch keine Farben verfälschen. Jetzt geht es weiter. Dann habe ich hier von Flohma ein Terrakotta-Puder. Das habe ich in der Farbe 25 Mabel Pink Gold. Ich habe es als Highlighter gedacht. Und das sieht dann so aus. Das ist mit pinken und peachem Fasern durchzogen. Und in Gold. Ich versuche auch hier einen Swatch zu machen. Und wie ihr seht, ist das gebacken. So sieht das komplett aus. Mache ich mal einen Swatch dazu. So sieht dieser Schimmerpuder aus. Habe ich dann, wie gesagt, als so ein Peach goldenen Glow gedacht. Ja. Genau. Also ich will jetzt nicht so viel drumherum quasseln, weil sonst wird das Video wieder zu lang, obwohl ich befürchte, es wird lang, aber ihr kennt es nicht anders, ne? So. So sieht das dann aus. Dann wühlen wir wieder weiter. Dann habe ich hier ein Creamy Stick Blush in der Farbe Peach Blossom. So sieht das Ganze aus. Und ich versuche einen Swatch. So. Also ein ganz normaler Peach-Ton, der aber so ein bisschen, so einen kleinen Schimmer abgibt, wenn man das so ein bisschen ins Licht hält. Und ist ein sehr, sehr kräftiger Peach-Farbe, eine kräftige Peach-Farbe. Genau. So. Ich hoffe, ich bin nicht allzu schnell, weil, wie gesagt, ich versuche jetzt so manche Holz nicht ganz so drumherum zu reden. Jetzt gehen wir weiter. Dann habe ich von Flohma einen Lidschatten. Das ist die Farbe 30 Gummy oder Gum. Gumme? Gum. Ich sage jetzt mal Gummy. Das ist ein schöner Pinkton.
unbedingt mal wieder die Nägel machen. Das ist schon wieder abgesplittert. So, eine krasse Farbe. Könnte man auch sehr, sehr schön zweckentfremden, so als Blush. Quasi Auge und Blush in einem, würde ich mal sagen, aber ich mag auch solche Töne auf dem Auge. Jo. Hat kein Schimmer, kein Glitter. Eine sehr tolle Farbe. Manches habe ich auch aus einer Aktion bekommen. Ich glaube, ich habe auch zwei Produkte davon geschenkt bekommen. Ich weiß aber jetzt nur nicht, welcher welcher ist. Und, ja. Also jetzt geschenkt und nicht geschenkt. Dann habe ich auch Rabatt bekommen irgendwo. Sind auch wirklich schöne Sachen da gewesen. Dann habe ich hier ein Deluxe Cashmere Lipstick Stylo in der Farbe Stylish Carmine. Und das ist so eine Farbe. Genau. Das swatchen wir mal. Ist auch eine sehr kräftige, ja, so ein rötlicher Ton. Aber sehr dezent, so ein bisschen. Wenn man das so ganz, ganz locker auf die Lippen auftupft. Ja. Die Verpackung sieht auch sehr, sehr edel aus. Kann ich echt nicht meckern. Ich habe auch, ich habe davon aber nur eine, also von einer anderen Verpackung. Das ist jetzt die Stylo-Variante, das andere weiß ich jetzt nicht mehr genau. Oder habe ich die denn hier schon drin? Ja, hier habe ich die im Schminkkörbchen. Das ist super matt gewesen, eine super matt Lipstick. So sieht die Verpackung aus und das ist dann halt dieser Kaschmir. Lipstick. Sieht auch sehr, sehr, sehr edel aus, finde ich. Dann geht's weiter. Moment, so. So. Dann habe ich hier ein Puder, das ich als Bronzer so ein bisschen verwenden möchte. Und zwar Terracotta Blush On in der Farbe Matt Golden Peach. So sieht das aus, auch gebacken. Butterweich. Und den wollte ich dann halt als so einen leichten Bronzer-Effekt nehmen oder halt, wie gesagt, auch als Blush. Dafür heißt es ja auch Blush On. Ja. Mal gucken, wie der auf meinen Wangen und auch generell so aussieht. So sieht die Verpackung auch aus, also wie hier dieser Highlighter. Sehr lieb weiter. Dann habe ich ein Lipgloss. Das ist die Farbe Golden Crimson. Das ist ein super Shine Lipgloss. So sieht das Ganze aus. Auch so ein rötlicher Ton mit einem feineren Goldschimmer. Der hat noch so einen leichten Pink-Einschlag. Hier sieht der rötlich aus. Auf den Swatch hat er noch so ein bisschen so ein, ja, so ein Pink-Stich. Ist auch eine sehr, sehr deckende Farbe. Kann ich auch nicht meckern.
Und der hat hier noch feine goldene Partikel drin. So. Dann war's das. Dann habe ich noch für euch einen Kajal. Den fand ich auch sehr, sehr interessant. Das ist von Flormer ein Glittering Star Eyeliner. Das ist in der Farbe Keep In Cool. Aber die haben sich, das heißt auch Keep In Cool hier, dieser Lip Liner. Und das heißt auch Keep In Cool. Finde ich auch nicht schlecht. Das ist ein Pflaumenton mit gröberen Glitzerpartikeln. Ich weiß nicht, ob man das ein bisschen sehen kann. Aber das ist auch eine sehr, sehr interessante Kombi. Und das wollte ich dann halt auch mal testen. Vielleicht war das mal eine LE oder so. Kann ich jetzt nicht sagen, aber davon gibt es nur einen Pflaumenton und einen Grünton. Und ich fand die wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Jo. Genau, meine Lieben. Das war's mal wieder. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen und ich hoffe, das ist nicht allzu schnell gegangen. Ich versuche, wie gesagt, die heute so ein bisschen kurz zu fassen und nicht drum rumzubabbeln. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder natürlich. Und ich hoffe, euch geht allen gut und ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns im nächsten Video.